jahrelang von der Politik geleugnet worden. So hat man auch die AfD stark gemacht, weil man so getan hat, als seien das keine Probleme. Es sind aber welche, und deswegen müssen die Zahl derer, die nach Deutschland kommt, wir sehen da auch durchaus Dänemark als Vorbild, erstmal um auf nationaler Ebene handlungsfähig zu sein, die Zahl muss reduziert werden. Und zwar nicht zulasten derer, die wirklich verfolgt werden, sondern eben zulasten derer, die aus nachvollziehbaren Gründen ein besseres Leben suchen. Aber das kann Deutschland nicht gewährleisten. Wir können das Problem der weltweiten Armut nicht durch Migration lösen.